Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was im Titel steht. Auf jeden Fall haben wir ein MyFly-Merch hier am Start, den es bei mir im Shop zu kaufen gibt. Und wenn ihr Bock habt, auch so einen freshen Pulli zu haben oder so eine freshe Cappy, dann würde ich euch empfehlen, den ersten Link in der Beschreibung einfach mal anzuklicken. Da gibt es das alles zu kaufen. Und hin und wieder sind auch wieder Rabattaktionen, vor allem jetzt Richtung Weihnachten. Und dann könnt ihr auch so stylisch rumlaufen wie ich, beziehungsweise das sind diese Multitasking-Pullis. Also echt, ich bin mega zufrieden mit dem, der hat mega Qualität. Das Ding ist, wenn es halt, ne, wenn draußen kalt ist, dann wärmt er euch. Das machen andere Pullis irgendwie ja nicht, ne? Ja, Leute, ich weiß nicht, Werbung kann man einfach nicht schlechter verpacken als so. Naja, ihr habt es wahrscheinlich gecheckt. Auf jeden Fall wird es in diesem Video mal um die Herkules gehen. Denn ich habe schon vor 6 Monaten, als ich sie bekommen habe, so ungefähr um den Dreh, gesagt, yo, es wird mal ein fettes Video darüber rauskommen. Und das wird es jetzt immer noch nicht. Nein, wir drehen heute auf jeden Fall mal nochmal, ich sag mal, ein Carporn, ein Mofa-Porn. Über sie fahren gleich mal eine Runde. Ich gebe euch nochmal mega viel technische Daten und mein Rücklicht ist kaputt. Das müsste ich mal reparieren. Dazu aber dann später oder gleich mehr. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal auf eine Landstraße und sehen uns da gleich wieder. Und dann gucken wir einfach mal, was für geile Shots wir drauf kriegen. So Leute, jetzt auf der Landstraße angekommen, beziehungsweise ja, auf einem Feldweg. Also wenn ihr jetzt mal kurz im Hintergrund auf mich achtet, sind hier ringsherum Berge und Felder. Eigentlich die perfekte Location, um Video zu drehen. Ich will jetzt ungern in die Sonne gucken, weil es doof ist, ne? Wenn ich jetzt so mache, dann guckt ihr in die Sonne. Wenn ich so mache, seht ihr mich perfekt, aber ich muss scheiße gucken wegen der Sonne. Naja, nichtsdestotrotz gebe ich mir jetzt mega Mühe bei dem Video. Versuche wirklich was Geiles draus zu machen. Und würde sagen, melde mich gleich irgendwann wieder. Ihr seht jetzt erstmal ein Carporn, beziehungsweise Mofa-Porn. Und dann werde ich euch noch ein paar technische Daten erklären und dann versuche ich mal die Kamera so anzubringen, dass ihr aus Ego-Perspektive seht, wie ich hier ein bisschen rumgurke. Ja. Das ist die Herkules Prima GT. Sie hat einen Sachsmotor mit Zweitaktzylinder, 1,6 PS und 3,8 Newtonmeter bei 3500 Umdrehungen die Minute. Außerdem eine Dreigang-Handschaltung, Kettenantrieb und 2,5 Bar auf den Reifen. Was will man mehr? Baujahr 1990, Trommelbremsen vorne und hinten und ein zulässiges Gesamtgewicht von 175 Kilo. Das ist der Sportwagen unter den Mofas. So, willkommen zurück aus der Sprecherkabine. Ich wollte jetzt einfach mal so eine kleine Fahrt von mir noch ein bisschen kommentieren. Euch ein paar Macken zeigen, aber auch halt, was an der Maschine sehr vorteilhaft und gut sein kann. Ja, wie ihr seht, fahre ich jetzt erstmal los, habe sie gerade angetreten, wende jetzt natürlich erstmal, weil ich wollte jetzt nicht direkt einen Berg runterfahren, wenn die kalt ist. Ist vielleicht nicht zu gut, wenn man das Mofa im kalten Zustand oder noch nicht ganz warmen Zustand halt den Motor überdreht. Um mehr Geschwindigkeit zu erzielen, sollte man eh nie machen, weil es nicht gesund für den Motor ist. Aber falls man hart auf hart kommt oder man in irgendeiner brenzlichen Situation ist, auf jeden Fall nie kalt machen, weil das richtig scheiße für den Motor ist. So, jetzt biegen wir einfach mal hier rechts ab. Wie ihr seht, hat so ein Mofa keine Blinker mehr. Heißt, in der Regel sollte man einen Arm rausstrecken, aber ich sag mal so, wenn ich gerade irgendwo einen Berg runterfahre oder so, oder 30 fahre und schnell nur abbiegen will, dann strecke ich auch manchmal nicht den Arm raus, weil ich den an der Bremse haben muss oder so, also je nach, ich sag jetzt mal, Abgang vom Berg. Ja,
Wir fahren hier einfach mal auf so einem Landweg her, wo keiner war zum Glück während den Dreharbeiten. Ich habe eher damit gerechnet, dass uns die ganze Zeit irgendwelche Bauern stören mit ihren Traktoren. Aber es lief alles gut. So, und jetzt schalte ich auch schon langsam den Leerlauf rein, um gerade noch die letzten Meter ausrollen zu können. Denn ich will jetzt gerade mal bewusst abwürgen lassen, damit ihr seht, wie das halt ist. Weil das Teil hat ja auch eine Schaltung, Kupplung, wie beim Motorrad. Wie ihr sehen könnt, ist links oben, also sind links oben am Griff Zahlen. Das sind die Gänge und man schaltet quasi mit dem Griff. Also man hat keine Fußschaltung wie beim Motorrad. Und ja, jetzt habt ihr auch gesehen, da habe ich abgesoffen. Und jetzt zack, wieder angemacht. Also die Standarddrehzahl ist glaube ich so bei 2000. Und fahren lässt sie sich ganz gut bei 3.000 bis 4.000, obwohl 4.000 dann auch schon wieder zu hoch ist irgendwann. Und höher sollte man eigentlich nicht gehen, weil es nicht gesund für den Motor ist. Ich erkläre euch jetzt gerade mal ein bisschen mein Armaturenbrett, sage ich jetzt mal. Und zwar seht hier links unter der Schaltung den Dekompressionszug. Das heißt, wenn man den drückt, ist das, das wurde mal irgendwie für Frauen eingeführt, weil früher war das halt so schwer, Mofas anzutreten. Und durch diesen Dekompressionszug, wenn man den drückt, wird der Kolben quasi geöffnet, aber nur an so einem kleinen Punkt, dass diese Luft entweichen kann. Das sollte man übrigens nie während der Fahrt irgendwie öffnen, sondern wirklich nur beim Starten des Mofas, da sonst auch Dinge passieren können. Auf jeden Fall wurde der halt damals eingeführt, da es ziemlich schwer war, die Kolben anzutreten und teilweise das früher Mädels nicht geschafft haben, wurde der, glaube ich, allein wegen Frauen eingebaut, damit es leichter ist zu treten. Ich muss sagen, ich benutze den jetzt auch häufig, weil ich meine, wozu soll ich mir die Mühe machen, wenn es auch leichter geht? Vor allem, wenn man schnell weg will oder so, dann hat man da nicht ewig Zeit, da 100 Mal zu treten, ne? Dann drückt man einfach, tritt rein und dann läuft das Ding. Also schon sehr praktisch. Dann haben wir, wie gesagt, die Schaltung links, auch wenn ihr sie gerade nicht so gut sehen könnt, und dahinter den Kupplungszug. Rechts ist dann nochmal ein Joke, der Gaszug und die Vorderbremse dran. Und in der Mitte halt ein Schlüssel für die Zündung, obwohl das Teil jetzt auch nicht richtig eine Zündung hat in dem Sinne. Ja, dann zwischen den Tachos seht ihr wahrscheinlich so eine weiße Box und fragt euch die ganze Zeit, was das ist, falls ihr nämlich auch so eine habt. Und dann so denkt, ja, mein Mofa hat das aber nicht. Ja, ich habe mir da noch ein kleines Feature eingebaut, und zwar LEDs, weil damals die Leute von der Firma halt kein, wie soll ich sagen, Bordlicht eingebaut haben, keine Tachobeleuchtung. Und da habe ich mir einfach so einen Kasten mit Batterien gekauft und LEDs drangehangen und die halt da unter meine weiße Schutzabdeckung gepackt. Und nachts sieht man da wunderbar die Tachos und ja. So Leute, das waren jetzt die Impressionen, die ich euch zeigen wollte. Ich habe ja auch gerade noch ein bisschen kommentiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss nämlich jetzt heim, erstmal was zum Mittagessen, weil es gibt gerade Mittagessen. Eigentlich wollte ich noch mehr drehen und ja, jetzt aus Zeitgründen, ne? Ja, das ist die Hercules Prima GT. Technische Daten und so hat, habt ihr ja gesehen. Habe ich euch ja alles gesagt und ja, ich überlege jetzt gerade, ob das Video schon lang genug ist oder ob wir es noch weitermachen, da ich jetzt so ein bisschen Vlogger-Style-mäßig jetzt noch einen Vlog daraus mache, so ein bisschen, dass das einfach nur in einem Vlog vorkam, alles. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal heim und gucken dann mal, weil das Problem ist, meine Rückleuchte ist kaputt. Normal kostet das 20 Euro, wenn die Polizei jemand erwischt. Das Problem ist, ich glaube nur, das Bremslicht ist kaputt und nicht die Rückleuchte, weil einer der beiden Leuchten funktioniert. Das ist die normale Hinterleuchte, genau. Weil die Bremsleuchte hat einen, wie soll ich sagen, Wackelkontakt, beziehungsweise der Glaskörper dreht sich mit der Fassung. Und ja, wir haben gerade außerdem leider nicht die passenden Bieren mit der passenden Leistung da. Da müssen wir drauf warten. Das Ding ist nur, ich habe jetzt mal provisorisch, also es ist ja eh Tag, da juckt das ja keinen, ob es Licht geht oder nicht. Ich meine, ne, wenn es dunkel wird, Hauptsache mal wird gesehen, habe ich jetzt einfach mal provisorisch hier so ein Fahrradlichtchen dran gemacht. Keine Ahnung, ob das zählt, aber besser als gar nichts, kann ich nur dazu sagen. Und ich meine, ich fahre ja jetzt auch nicht unbedingt bei Nacht.
eher hier so tagsüber. Ich muss sagen, heute sind nochmal richtig geile Temperaturen. Es sieht auch richtig geil aus, aber in der Regel sieht es geil aus jetzt im Herbst, aber es ist arschkalt. Aber ja, Props gehen raus an die Sonne, ne? Spaß. Nee, nochmal richtig geiles Wetter, Leute. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel laber, fahren wir mal ganz kurz heim und gucken dann einfach mal, was passiert. Vielleicht beende ich das Video dann auch.